willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es mal nicht um Koi-Teiche oder nur indirekt, sondern um Schwimmteiche. Wer meine Internetseite schon mal besucht hat, der weiß ja, dass ich auch Sachverständige für Schwimmteiche bin. Und als dieser habe ich vor 3-4 Wochen wieder mal einen Ortstermin gehabt, um mir einen leider schlecht gebauten Schwimmteich anzusehen. Und meine Erkenntnis auch aus dieser Tätigkeit als Sachverständiger für Schwimmteiche, was ich immerhin auch schon 10 Jahre mache, ist, dass es kaum gut gebaute Schwimmteiche gibt. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, wenn du mal schaust, wenn du dich für Schwimmteiche interessierst, in der Regel findest du in den Fachpublikationen, ob das Bücher oder Zeitschriften sind, nur Bilder von gerade eben gebauten Schwimmteichen. Es gibt kaum Bilder von Schwimmteichen, die mal 5 oder 10 Jahre alt sind. Und meiner Meinung nach ist der Grund dafür, dass die meisten Schwimmteiche eben nicht funktionieren. Muss man aber nicht verzweifeln, wenn man unbedingt einen Schwimmteich haben will. Es ist viel wichtiger, dass man sich mit Schwimmteichen auskennt. Und genauso wie ich ein Buch geschrieben habe über das Regelwerk oder die gute fachliche Praxis des Koi-Teichbaus, was ich dir dringend ans Herz lege, wenn du beabsichtigst, selber einen Teich zu bauen oder jemanden zu beauftragen, einen Teich zu bauen. Genauso gibt es auch ein Regelwerk für den Bau von Schwimmteichen. Und das Tolle hier ist, es gibt sogar einen Verein, das nennt sich Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., FLL. Und diese Vereinigung, die hat schon vor vielen Jahren angefangen, ein Regelwerk herauszubringen, unter anderem auch für den Richtlinien, Planung, Bau und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen. Das gibt es auch für den Sportplatzbau, das gibt es auch für öffentliche Schwimm- und Badeteiche. Und die haben wirklich nicht nur ein sehr fundiertes Wissen, sondern die haben das auch sehr schön in diese Broschüren gepackt. Das heißt, wenn du einen Schwimmteich bauen möchtest als Privatperson, so wäre es schon mal hilfreich, wenn du dir diese Broschüre holst, weil im Grunde ist sie auch eine mehr oder weniger detaillierte Anleitung, wie das Konzept Schwimmteich überhaupt funktioniert. Aber noch wichtiger ist es, wenn du jemanden beabsichtigst, zu beauftragen, einen Schwimmteich für dich zu bauen, dann solltest du dich informieren, weil sonst geht das Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hose. Das Problem ist, dass die ganzen Schwimmbadbauer alle heute eine gute Internetseite haben und dort schöne Bildchen. Aber das Problem ist halt, dieses Bild sagt überhaupt nichts darüber aus, ob der Schwimmteich tatsächlich funktioniert. Und bei Schwimmteichen ist es so, es gibt unterschiedliche Abstufungen, was den Grad der Technisierung angeht. Und ich persönlich, wo ich mich jetzt schon viele Jahre mit Koi-Teichen befasse, habe höchsten Respekt vor einem gut funktionierenden Schwimmteich, weil im Gegensatz zum Koi-Teich, wo ich einfach durch den Einsatz von massiver Technik das System in jedem Fall zum Funktionieren bringe, versucht man ja im Schwimmteichbereich genau das Gegenteil, nämlich man versucht mit möglichst wenig Technik, möglichst naturnah das System sozusagen in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das ist extremst schwer aus meiner Sicht, weil alleine, um das einfache Beispiel zu bringen, wenn du ungeduscht in deinen Schwimmteich reingehst, hast du schon einen Kardinalsfehler gemacht, weil das Phosphat, was du auf der Haut hast, schon ausreichen kann, das Gleichgewicht im System massivst zu zerstören und ein massives Algenwachstum zu erzeugen. Insofern ist der Schwimmteich ein sehr fragiles Konstrukt und bedarf, wie gesagt, einer sehr ausgeklügelten Auslegung und Ausführung, damit du dann auch das gewünschte Ergebnis hast. Und es ist halt so, es gibt diese unterschiedlichen Abstufungen von gar keine Technik bis hin zu sehr technisiert. Und dann hat man auch den Vorteil, du kannst für dich herausfinden, welches System ist denn das für dich passende, wo du, ich sag mal, immer noch eine Wasserqualität sichergestellt hast, die für dich eben entscheidend ist, das System auch zu nutzen. Ja, insofern ist der Schwimmteich wirklich ein sehr spannendes Thema. Und was ich mit diesem kurzen Video eigentlich erreichen wollte, ist, dass du weißt, wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Aber in jedem Fall kannst du dich an die FLL wenden, findest du auch im Internet. Ja, danke, dass du dabei warst und ich hoffe, diese Tipps waren für dich interessant. Hier wieder meine Bitte, dieses Video in jedem Fall zu teilen, weil es werden 99% der Schwimmteiche, die gebaut werden, sind nicht funktionabel. Das heißt, sie sind nicht nur schlecht gebaut, sondern sie funktionieren einfach nicht.
was nachher sehr viel Ärger und in der Regel sehr große Kosten produziert und natürlich auch für sehr viel Frust sorgt. Und für das gleiche Geld, was ein schlecht gebauter Schwimmteich kostet, kann man auch einen gut gebauten Schwimmteich machen. Und insofern ist es wirklich sehr schade ums Geld. Ein letzter Nachsatz noch, den habe ich auch schon für das Thema Koi-Teiche schon immer wieder wiederholt. Wenn du dir einen Teich bauen lässt, dann mach einen schriftlichen Vertrag, in dem du deine Anforderungen spezifizierst, deine Kenntnisse spezifizierst und genau festgelegt ist, wie das Ergebnis aussehen soll. Damit hast du es nachher leichter, wenn das Ergebnis anders ist, ich sag mal, das einzuklagen oder zumindest dein Geld zurückzubekommen und bist mehr auf der sicheren Seite, als wenn du nichts schriftlich hast. Und ja, das war es jetzt wirklich zu dem Thema und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.